Also wie eingangs erwähnt, sollte eine Lymphknotenuntersuchung dann durchgeführt werden, wenn ein Lymphknoten über den Zeitraum von 2 Wochen persistiert und wir keine ausreichende Erklärung dafür finden. Wichtig dabei ist, dass auch sogenannte indolente, nicht schmerzhafte Lymphknoten einer Abklärung zugeführt werden, denn nicht schmerzhafte Lymphknoten sind sehr oft ein Symptom eines Tumorwachstums. Im Gegensatz dazu sind oft schmerzvolle Lymphknoten, die im Rahmen eines Infektes zum Beispiel auftreten, ein ganz typisches Symptom eines infektiologischen Prozesses, der gerade abläuft. Und diese Lymphknotenvergrößerungen, die sind natürlich spontan rekredient. Wenn sie persistieren über 14 Tage, bitte auch zum Arzt, der dann eine weitere Abklärung einleitet. Also eine Lymphknotenbiopsie ist dann einfach, wenn der Lymphknoten sehr oberflächlich liegt. Das heißt, wenn wir eine generalisierte Lymphknotenvergrößerung an vielen Stellen haben, also im Bauchraum, im Thoraxraum, also im Brustkorb oder in den Achseln oder inguinal in der Leiste, dann suchen wir uns immer den Lymphknoten aus, der vergrößert ist, stark vergrößert ist und der unter der Oberfläche liegt, sodass hier ganz einfach eine Lymphknotenbiopsie vonstatten gehen kann, ohne das Umgebungsgewebe zu gefährden. Das läuft oft ambulant ab und man kann das auch unter Lokalanästhesie, also lokaler Betäubung, durchführen. Wenn die Lymphknotenbiopsie durchgeführt wurde, dann wird dieser Lymphknoten feingeweblich abgeklärt. Das heißt, er kommt auf die Pathologie. Diese Pathologie schneidet diesen Lymphknoten in ganz kleine Scheiben. Diese Lymphknotenscheiben werden mit verschiedenen Antikörpern beträufelt und alle diese Antikörper werden dann ausgewertet und für jedes maligne Lymphom gibt es ein ganz typisches Oberflächenantikörperprofil und so kann man dann die Subtypisierung dieses malignen Lymphoms durchführen.